Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.2. Heute möchte ich euch noch einige nützliche Schaltplan-Tools zeigen, die wirklich helfen, in Schaltplänen klarzukommen und euch unterstützen beim Zeichnen und vor allen Dingen bei der Fehlersuche. Ich öffne mal hier unseren Schaltplan von der GSM Jagd und das erste Element, was ich euch hier zeigen möchte, ist also hier rechts das Werkzeug Netz hervorheben. Ich wähle es mal aus und ich kann jetzt hier auf ein Netz draufklicken und wir sehen, dass das also jetzt hier alles sauber farbig dargestellt wird und ich kann jetzt so hier durch die gesamte Schaltung nachverfolgen, ob ich jetzt dieses Netz hier richtig angeschlossen zwischen dem Pin A1 und dem Connector hier Pin 2. Das gleiche kann ich auch hier mal mit Ground machen. Wir sehen dann also hier alles, was mit Ground verbunden ist, ist dann entsprechend farbig dargestellt und ich kann kontrollieren, ist mein Ground-Netz hier überall richtig angeschlossen. Das funktioniert ebenfalls hier zum Beispiel über die Label hinweg. Wenn ich also hier das Label TX anklicke, sehen wir jetzt hier, wird das farblich hinterlegt und wir sehen auch hier links, wo es am Arduino angeschlossen ist, dass es farbig unterlegt ist. Gleiches gilt, wenn ich das jetzt hier mit RXD mache, sehen wir hier auch wieder rechts den Anschluss RXD. Ganz besonders wichtig wird dieses Tool, wenn ich einen Bus habe. Wenn ich also hier so einen Bus zeichne und ich mache hier mal zwei Konnektoren an diesen Bus, einmal hier, einmal da. Wir sehen, der zeigt jetzt in die falsche Richtung. Wenn ich drauf bleibe mit der Taste R, kann ich ihn hier rumdrehen und entsprechend so ausrichten, dass ich besser zeichnen kann. Ich führe mal hier auch eine Leiterbahn heran, soll jetzt mal die von TXT sein. Und hier drüben schließe ich sie jetzt mal bewusst falsch an, auf RXD. Und ich gehe wieder hier in mein Auswahlfeld. Dann sehen wir, dass das Netz TXD zwar hier bis zum Bus heran farblich dargestellt ist, aber hier auf der anderen Seite stimmt das Label nicht und durch den Bus hindurch ist das jetzt hier falsch gezeichnet. Ich beende mal das Werkzeug und ich lösche das mal und hier der Gegenbeweis einmal natürlich richtig angeschlossen. Wir wählen wieder unser Werkzeug aus. Ich mache es nochmal zurück mit auf RXD und jetzt klicke ich hier TXD an und wir sehen hier farblich passt alles und ich kann also so auf diese Art und Weise durch den Bus hindurch feststellen, jawohl, ich habe hier die richtigen Pins angeschlossen. An dieser Stelle gleich der nächste Hinweis, ich lösche mal hier unser TXD weg, das heißt, ich habe auf der Seite kein Netzlabel mehr. Ich kann hier nochmal prüfen, wir sehen, das wird hier zwar farblich dargestellt, aber hier auf der Seite fehlt das Netzlabel, die Farbe verschwindet. Das heißt, ich kriege hier sofort angezeigt, farblich, halt, hier passt was nicht, ich muss das hier wieder anschließen. Mache ich das wieder zurück und wähle nochmal das Netz aus, sehen wir, wird auch hier wieder alles sauber farblich dargestellt. Auf diese Art und Weise kann ich also auch sauber kontrollieren, ob ich die richtigen Pins am Bus miteinander verbunden habe. Das nächste Werkzeug, was ich euch zeigen möchte, ist auch ein ganz tolles Werkzeug. Das ist hier das Bearbeiten der Bauteilbibliothekreferenzen. Und wir sehen jetzt hier mal auf alle verbauten Bauelemente, die in diesem Schaltplan hier verbaut sind oder gezeichnet sind. So muss man es ja sagen, ist ja hier ein Schaltplan, der ist ja gezeichnet. Und ich möchte euch zeigen, wie man jetzt zum Beispiel hier mal dieses Symbol für die Widerstände ändert. Wir nehmen jetzt mal an, aus irgendeinem Grund wollen wir hier diese Widerstandssymbole ändern oder die sind falsch eingezeichnet, weil uns da ein Fehler unterlaufen ist, wie auch immer. Und das können wir hier mit diesem Werkzeug global ändern. Ich öffne das Werkzeug nochmal, bearbeite die Bauteilbibliotheksreferenzen. Ich ziehe es mal hier ein bisschen zur Seite, dass man das auch schöner sieht. Wenn wir jetzt hier einen Doppelklick drauf machen auf diese Zeile für unsere Widerstände, sehen wir jetzt hier das momentane Schaltplansymbol, was verwendet wurde. Und ich nehme jetzt mal hier dieses Trimmer-Symbol und über den Button Bauteil zum Schaltplan hinzufügen,
füge ich das jetzt hier ein. Wir sehen jetzt hier in diesem Fenster neue Bauteilbibliotheksreferenz, das heißt hier von Device R auf Device RT Trim. Wenn ich jetzt auf Anwenden gehe und auf OK klicke, sehen wir, hier hat sich noch nichts geändert. Wir müssen erst den Schaltplan einmal neu zeichnen lassen. Das können wir hier oben mit diesem Button oder mit der Taste F3 erreichen. Ich klicke mal hier drauf und wir sehen, jetzt sind alle Widerstände hier R1, R3 und auch hier unten 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter, alle auf dieses Trimmer-Symbol geändert worden. Und ich habe hier also quasi global alle Widerstände in solche Trimmer gewandelt. Das kann also bei einer Änderung in einem Schaltplan schon Sinn machen, auch um schnellen Arbeiten, um hier mal etwa eine größere Änderung vorzunehmen. Natürlich muss man dabei aufpassen, was man tut, um hier nicht Fehler entstehen zu lassen. Aber Fehler kann man ja immer wieder hier prüfen mit dem DRC-Check. Ein anderes Werkzeug, auch das ist sehr interessant. Hier haben wir mal diesen Bauteilfelder und ich kann also jetzt hier in diesem schönen Datenblatt, in dieser Datenbankansicht, auch wieder für alle Bauelemente mir den Wert anzeigen lassen. Ich kann ihn auch hier ändern. Das heißt, ich kann jetzt hier vor allen Dingen noch viel, viel besser entweder zum Beispiel für diese beiden C1 und C4 die Werte ändern lassen oder ich kann sie hier, wenn ich das Fenster oder dieses kleine Dreieck anklicke, hier öffne, einzeln ändern lassen. Machen wir mal hier als Beispiel 200 Nano und wir sehen, das wird jetzt hier sofort geändert und wenn ich jetzt hier das mal auf, nehmen wir mal 102 Nano, das ist natürlich Quatsch, aber egal, sehen wir jetzt hier, ändert sich das und ich kann hier auch wirklich die Bauteile einzeln in den Werten ändern. Ich kann natürlich hier genauso auch sogar die global, zentral die Footprints ändern, entweder jeweils dann auch wieder einzeln oder hier oben zentral für beide, beziehungsweise hier für die Konnektoren, für die Widerstände etc. kann ich das global ändern und zusammenfassen und ich kann hier hinten entsprechend noch meine Datenblattreferenzen setzen und entsprechend hier verlinken auf ein Datenblatt zum Beispiel. Dieses Datenblatt würde ich dann auch hier im Schaltplan sehen. Ich möchte aber erstmal die Änderungen übernehmen. Also wir haben hier die 200 Nano und 102 ändern. Das machen wir hier übernehmen, speichern und fortfahren. Und mit OK gehen wir hier wieder raus. Und wir sehen, jetzt muss ich mal schauen, wo ich die beiden finde. Hier. Also C4 jetzt geändert in 102 Nano. Natürlich Quatsch, aber einmal geändert. Und hier oben der C1 in 200 Nano global geändert. Und was ich hier noch angesprochen hatte, das Datenblatt kann ich also hier auch noch verknüpfen in meinem Schaltplan und kann hier über Rechtsklick auf dem Bauteil dann die Dokumentation dazu öffnen. Hier ist keine hinterlegt und dann öffnet sich auch keine, aber können wir mal hier schauen, was an. Irgendwo haben wir da, glaube ich, eine Dokumentation dazu. Okay, wir sehen jetzt, dass hier auf Mauser.com verlinkt wurde, aber ich bin im Moment nicht ins Internet verbunden, deshalb kann es der Browser nicht öffnen. Würde aber gehen, wenn ich im Internet stehe. So, das waren die Funktionen, die ich euch heute zeigen wollte. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Spaß beim KiCad-Zeichnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.